Liebe Margarete, wir hatten bei einer kleinen Vorbesprechung und auch bei unserem letzten Treffen bei einer Veranstaltung einen für viele Leute sehr, sehr wichtigen Punkt erörtert. Und ich hatte da die Gelegenheit, dich danach zu befragen, was machst du mit Schnecken und was passiert mit den ganzen Krabbelwesen, die am Boden sind? Es gibt ja immer diese Situation, dass Leute von Unkräutern sprechen, die ja in Wirklichkeit Beikräuter sind. Ja. Und es gibt ja Leute auch, die von Schneckenplage reden, obwohl die Schnecken ja einen ganz wertvollen Beitrag zur Kompostierung leisten. Ja. Und ich würde dich bitten, dass du an dieser Stelle als Betroffene nochmal eine kurze Geschichte dazu für uns gibst, was euch in den Jahren passiert ist und wie ihr den anwesenden Schnecken Herr geworden seid. Denn ihr hattet ja keine Schneckenplage, sondern ihr hattet einen großen Zeigefinger vom Himmel, der euch auf etwas aufmerksam machen sollte. Und ihr habt auch ein bisschen länger gebraucht, um das zu begreifen, was euch da angewiesen wurde. Ja, das ist wirklich so. Ja. Also wir sind gekommen, haben hier den Hof gekauft. Und so nach 1, 2, 3 Jahren hat die Schneckenplage wirklich angefangen. Das heißt, wir hatten sehr plötzlich viele, viele Schnecken im Garten. Und wir haben uns wirklich gefragt, warum haben wir so viele Schnecken im Garten? Gell? Und das war einfach der Grund, weil der Boden war vorher Getreidebau. Es war alles mit Getreidebau. Und der Boden für Getreidebau muss ja nicht so schön feinkrümelig sein, als wie für Gemüsebau. Das ist einfach der Unterschied. Gell? Und jetzt haben wir geschaut, was ist da bloß los? Und weil das einfach nicht klar geworden ist, habe ich wirklich den Himmel angefangen zu bestürmen und habe gesagt, bitte, bitte, zeigt uns, warum ist da so viel Schneckenplage? Warum haben wir so viele Schnecken? Und dann sind wir wieder beobachten gegangen und haben halt geschaut und jedes Jahr die Schnecken mit die Eimer aufgesammelt und in den Wald getragen und ausgeschüttet, weil wir wollten sie nicht töten, das wollten wir nicht. Wir haben dann gesagt, können sie dann da leben oder die Vögel können sie holen, aber wir wollen sie nur von unserem Garten weg haben. Und mit der Zeit auf einmal haben wir dann gesehen, wo die Schnecken wirklich sind. Und zwar hinten, unser Garten ist ein bisschen gebogen, also auf einen Hügel. Und dort, wo der Regen den ganzen Humus hingeregnet hat, das war sogar am Gartenrand, da sind die Schnecken vorbeigekrabbelt. Da haben sie alles stehen gelassen, alles wachsen lassen. Und weiter drüben, weiter oben, wo es dann mehr zum Hügel ging, wo der Regen, der starke Regen, den Humus mehr runtergeschwemmt hat, da haben die Schnecken wirklich angefangen, stellenweise alles kalt zu fressen. Und dann haben wir gesagt, ja, das ist jetzt ein ganz wichtiger Hinweis, nämlich dort, wo der Boden zu wenig Humus hat, dort, wo er sehr wahrscheinlich auch zu wenig Mineralstoffe hat, da kommen die Schnecken, weil da sind sie gefragt. Und zwar, da müssen sie dann mit ihrem Schleim die Mineralstoffe in den Boden bringen und mit ihrem absterbenden Körper, weil das ist ja jedes Jahr dann so, dass sie sterben, dann den ganzen Humus aufbessern. Und in dem Moment, wo das für uns auf einmal wirklich klar war, dann haben wir gesagt, so, jetzt gibt es nur eins, viel Kompost bereiten, viel Humus machen und Humus auf den Boden bringen und Steinmehl und Holzasche und das muss dann besser werden. Und wie wir das angefangen haben, wir haben dann noch extra Heu zugekauft von Almwiesen, also komplett unberührte Wiesen, wo das einfach abgemäht worden ist und viele Kräuter drin waren, haben wir das kommen lassen und das dann verkompostiert, vermulcht und sehr intensiv verwendet. Und nach 2, 3 Jahren mit viel Kompost machen, viel Kompost geben und viel mulchen, dort wo es nötig ist, haben wir das in den Griff bekommen. Von 1988 bis 1989 gab es plötzlich von einem auf das andere Jahr keine Schnecken mehr. Das war wirklich phänomenal und deswegen können wir wirklich sagen, also dort, wo der Boden mit Schnecken belagert ist, muss man auch noch aufpassen, dass keine Fäulnis ist. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, weil die Schnecken werden angezogen, wo es Fäulnis gibt. Also die Fäulnis, das ist wichtig, dass man das auch ausschaltet. Wenn es zu viel gemulcht ist, zu dick,
dann schimmelt und fault es. Es darf nur so viel gemulcht werden, dass das jedenfalls nicht zu stark auftritt. Ja, und seitdem sind wir schneckenfrei, das heißt seit 1989. Und das ist eine lange Zeit. Und es kommt nicht mehr zurück, weil wir immer Kompost und Mulchen und Gründüngung und Steinmehl und ein bisschen Holzasche geben. Der Boden ist gut versorgt. Also für mich nochmal als kurze Erinnerung von dem, was du gesagt hattest, überall da, wo der Boden unterversorgt ist und verdichtet ist und noch nicht so im Bodenleben steckt, wie er eigentlich sollte, ist die Chance sehr hoch, dass man mit Nacktschnecken zu tun hat. Genau. Und immer dann, wenn der Boden eben selber einen Reifegrad erreicht hat, dass er eben gut durchlebt ist und sehr viel Bodenvitalität da ist, gehen die Schnecken zurück. Das ist so. Und das Wichtige, was wir eigentlich vielleicht in Erinnerung behalten müssen, ist, dass Schnecken richtige Kompostierungshelfer sind. Ja. Also ihre Aufgabe darin haben, für eine Huminstoffdurchdüngung und genügend Bodennahrung zu sorgen. Genau. Und gleichzeitig müssen wir natürlich aufpassen, dass wir das Guten nicht zu viel tun, indem wir verhindern, dass der Mulch anfängt zu faulen. Genau. Und die Schnecken dadurch dann nochmal anzieht. Also eine gute, ausgewogene Beobachtung gehört mit zum dazu. Herzvollen Gärtnern. Genau, ja. Und wenn man das dann berücksichtigt, ist man gut aufgestellt, um das ist so. Schnecken fernzuhalten. Ganz von natürlicher Seite her. Die Schnecke, also wenn ich den Menschen erzähle über Schnecken, dann sage ich auch immer, macht die Schnecken arbeitslos. Weil die haben ja eine Arbeit. In der Schöpfung gibt es ja überhaupt nichts, was nicht irgendeinen Sinn hat. Weil die Schöpfung weiß ja ganz genau, was passt und was nicht passt. Und wenn wir lernen, mit unserem Herzen, mit unseren Augen, mit unseren Ohren zu schauen und zu hören, was da wirklich los ist, dann können wir auch immer drauf kommen, was nötig ist. Und dann werden wir auch befreit von den Dingen, die wir nicht brauchen können. Ja. Und wenn wir die Vögel fördern, dann holen sie auch die Dinge weg, also die kleinen Raupen oder irgendetwas. Ja, wir sind sehr dankbar, weil wir haben mit diesen sogenannten Schädlingen, die uns ja immer etwas zeigen, was nicht im Gleichgewicht ist, haben wir keine Plage. Da sind wir sehr dankbar dafür. Ja. Mhm.